Hallo ihr Lieben, Alex von Mickey hier und die aktuellen Ereignisse haben mich so ein bisschen aus meiner kreativen Pause herausgerissen. Ihr habt die Bilder wahrscheinlich selber auch gesehen im Fernsehen mit den Überschwemmungen, mit dem Hochwasser, mit den katastrophalen Sturzfluten, die es mancherorts im Westen und im Süden gegeben hat. Und ganze Städte, ganze Dörfer sind überflutet worden, sind zum Teil weggerissen worden, es gab viele Tote. Und ich bin wirklich sehr geschockt. Mich hat das mitgenommen. Und ich habe auch gerade noch mal den Beitrag von Tim Kellner gesehen, ja, der da auch noch mal darauf hingewiesen hat, der auch noch mal Bilder und Videos gezeigt hat. Mich hat das alles sehr betroffen gemacht und ich bin sehr traurig. Ich empfinde mit diesen Menschen, ich möchte gerne mein Mitgefühl auf diese Art und Weise ausdrücken und auch den Menschen danken, die dort jetzt in den Fluten stehen und den Menschen helfen und tun, was sie können, um vielleicht das Schlimmste doch noch ein bisschen abzumildern. Aber für viele ist es halt wirklich eine richtige Katastrophe geworden. Und sie haben sehr vieles verloren, materiell, aber vielleicht auch liebe Menschen aus ihrem Bekanntenkreis oder vielleicht sogar aus der Familie. Ich bin wirklich sehr berührt von dieser Katastrophe und ich schließe mich Tim Kellner an. Ja, und werde auch spenden und rufe auch auf, für diese Sache zu spenden. Ja, es gibt einige Aktionsbündnisse und einige Möglichkeiten zurzeit, dort finanziell aktiv zu werden. Tim Kellner hat darüber hinaus auch noch für Tierhilfseinrichtungen geworben, dass man auch diese unterstützen kann, damit Tiere Futter bekommen. Ja, Katzenklos sollen angeschafft und verteilt werden und was sonst noch so gebraucht wird, was alles so verloren gegangen ist in diesen Fluten. Ja, also Menschen kann man unterstützen, aber man kann auch Tiere unterstützen. Ich denke, es ist beides sehr wichtig, wobei natürlich Menschen eine höhere Priorität haben, aber die Tiere sollten wir auch nicht vergessen. Ja, was mich auch unfassbar traurig macht, ist, dass diese ganze Geschichte jetzt auch wieder instrumentalisiert wird und jetzt treten wieder einige Leute auf und reden vom Klimawandel oder stellen sich jetzt zu Wahlkampfzwecken hin und das möchte ich jetzt nicht weiter fortführen. Das ist alles sehr, sehr traurig und wenn man mal Ursachenforschung betreibt, dann müssen auch ganz andere Dinge mal beim Namen genannt werden, denn es gab überall Flussbegradigungen. Natürliche Überschwemmungsgebiete wurden zubetoniert und bebaut. Ja, und wo soll denn das Wasser hin, wenn dann wirklich mal extrem viel mehr im Flusslauf ist, als dann übers Ufer zu treten und dann Wohnhäuser zu beschädigen, wegzureißen und für Menschen gefährlich zu werden. Ja, das ist also eine Katastrophe, die wir Menschen durch Eingriffe in die Natur selbst verursacht haben. Durch Flussbegradigungen, wo das Wasser dann auch sehr schnell dann im Flusslauf herunterschießt. Und wie gesagt, die Wegnahme von natürlichen Überflutungsgebieten, ja, das muss sich ja dann auch rächen, wenn man dort dann auch baut. Und ich will den Menschen nicht die Schuld geben, aber es ist so, dass die Planer und dass die Entscheider dort Fehlentscheidungen getroffen haben, die heute sehr vielen Menschen die Existenz und möglicherweise sogar das Leben gekostet haben. Ja, das sind die eigentlichen Gründe für diese Katastrophe. Sie ist menschgemacht, aber nicht über das Klima, sondern über fahrlässige Eingriffe in die Natur. Ja, also noch einmal mein Mitgefühl an die Menschen, die jetzt in Not sind und die unter dieser Katastrophe leiden. Und mein Aufruf, dass wir da vielleicht auch mal zusammenlegen sollten und die Hilfsorganisationen unterstützen. Ich werde mal einblenden, was ich mir so vorstelle, wo ich spenden werde. Ich habe momentan tatsächlich ein kleines finanzielles Problem, weil ich in letzter Zeit hohe Ausgaben hatte, die nicht eingeplant waren. Aber notfalls werde ich mein Konto überziehen und den Menschen vor Ort über diese Hilfseinrichtungen durch eine finanzielle Spende helfen. Und ich rufe auf, dass ihr das auch tut. Bitte teilt dieses Video, gebt es weiter. Nochmal an die Menschen dort unten. Meine Gebete sind mit euch. Und ich fühle auch mit euch. Und ich hoffe, dass es euch bald wieder besser geht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Alex.